Moin Nerdtester, willkommen zu einer neuen Folge von Nerdcheck. Diesmal mit einer Trailer-Reaction zu den neuen kommenden Pokémon-Filmen 2019, nämlich Meisterdetektiv Pikachu. Wie war's, wie Ash oder was? Wer wollte kein Pokémon-Trainer werden, ja, Leute? Ich wusste gar nicht, dass es eine Realverfilmung ist, ey Leute, echt. Wie knuffig. Pikachu kann reden. Ja, so würde ich auch gucken, ganz ehrlich, Leute. Pferdepartner. Ah, Bisasam. Pummeluff. Oh, Glurak. Sieht geil aus. Der böse, der gute Kopf. Geil, ey. Ryan Reynolds, ja. Oh, Anton, ja. Nice, ey, nice. Wow, was war denn das gewesen? Das war ja eine Realverfilmung. Ich hatte irgendwie auf dem Zettel, dass das irgendwie nur so eine Trickserie wird oder keine Ahnung was. Also ein Trickfilm. Ja, wann wird der anlaufen in den Kinos? 9. Mai 2019 kommt er in die Kinos. Vertrieben durch Warner und sonst. Ryan Reynolds spricht ja den Pikachu. Die ganzen anderen Charaktere, die man so gesehen hat. Glurak, Pummeluff, Anton, hammermäßig, also die CGI-Effekte sahen gut aus. Also ich muss sagen, wenn man das so ein bisschen nimmt, klar, ich denke mal so, dass das ein bisschen aufgenommen wird. Neue Generation, der Cast, die sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Also das sieht echt interessant aus, ne? Und ich bin da wirklich gespannt. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe natürlich die alten Cartoon-Serie gesehen in den 90ern, hab's gefeiert, war ein Fan davon. Und Pokémon, ja, ich bin da wirklich gespannt, ey. Was sagt ihr denn in den Kommentaren? Wie findet ihr das? Ist das Blödsinn? Wird das sowas eine Gurke sein wie Dragon Ball, wie Avatar? Oder wird das was sein, was wirklich vernünftig wirkt? Also mein erster Eindruck macht wirklich, dass das ziemlich vernünftig aussieht. Ich denke mal auch, dass da Nintendo hintersteckt und gesagt hat, ihr müsst da was Vernünftiges draus machen, sonst bekommt ihr die Lizenz nicht. Aber es sieht echt gut aus. Also ich bin gespannt, wenn das in die Kinos kommt. Jetzt haben wir wieder eine Trailer-Reaction hier auf Nerdtaste. Wenn ihr das nicht mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, ne? Natürlich gerne ein Like, einen Kommentar. Somit komme ich ja natürlich höher und werde auch besser gezeigt. Das wird euch natürlich was helfen oder auch mir. So würden wir auch halt wachsen hier, ne? Und schaut nächsten Tag nochmal vorbei. Ich mache gleich nochmal ein Video halt zu Rambo. Habe ich ja schon vorweg angekündigt. Seid gespannt, was da so kommen wird. Und natürlich so, demnächst wird es natürlich hier richtig geile Preise geben. Beim Adventskalender mit dem Phantomas. Schaut mal bei ihm vorbei. Verpasst das wirklich nicht. Da kommen richtig geile Preise. Und würde ich sagen, Leute, ne? Bis dann und ciao und bam!